Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age 2. Wir stehen jetzt hier in der blühenden Rose und müssen jetzt mit Gamlin sprechen. Mal gucken, was er zu sagen hat. Ich sage nichts zu eurer Mutter, wenn ihr es abbricht. Alles klar. Ich dachte, mit dem können wir ein bisschen mehr sprechen. Also können wir hier in der blühenden Rose noch nicht wirklich interagieren. Okay. Dann gehen wir hier erstmal raus. Ich würde sagen, Gebiet verlassen, ne? Wir sind ja hier soweit in der Oberstadt fertig. Die Oberstadt ist durch. Kirche waren wir, Feste des Vicomtes waren wir. Wir könnten jetzt zu den Docks. Das Schwarze Emporion. Das ist übrigens auch ein DLC. Da können wir eigentlich gleich mal zuerst hin. Und was ich unbedingt möchte, ist eigentlich mal in die Unterstadt. Weil wir da mal nach Gamlins Haus möchten. Da gibt es nämlich ein Briefsymbol. Das heißt, wir erwarten dort entweder eine Lieferung oder Post oder wie auch immer. Und da können wir bei den anderen Sachen mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Unterstadt. So, das ist die Unterstadt. Die sieht sehr. Naja, man sieht, dass es die Unterstadt ist. Ich bin überrascht, dass ihr mit uns reist, Evelyn. Carver, nicht. Ihr habt so viel mit der Wache zu tun, da muss es doch eine Bürde sein, mit Flüchtlingen herumzuziehen. Es ist irgendwie beruhigend, dass ihr mich beschimpft, als würde ich zur Familie gehören. Das war nicht. Nein, so habe ich es nicht gemeint. Ich weiß. Aber ihr solltet froh sein, dass ich es so aufgefasst habe. Alles klar. Nun ja. Was haben wir denn da? Eine schlecht kopierte Handzettel. Wie gesagt, das werden wir später lesen. Kirkwall Unterstadt. Oh, wer bist du denn? Wie Vincento? Vincento. Ich habe nur feinste Ware aus Antiva. Alles klar. Dann Vincentos Waren aus dem Norden. Hier können wir jetzt erstmal Plunder verkaufen, weil brauchen wir eh nicht mitnehmen. Und so ist unser Inventar auch ein bisschen wieder entlastet. Ja, du hast nichts Spannendes dabei. Nö, nö, nö. So, wer bist du denn? Lady Elegant. Elegant. Elegant? So in der Art. Na sowas, wenn das nicht Hawk ist. Schön, euch wiederzusehen, Elegant. Lady Elegant, wenn ich bitten darf. Ich bin jetzt eine verheiratete Frau. Als wir uns das letzte Mal begegnet sind, standet ihr noch in Fenwills Diensten. Ist es euch seitdem gut ergangen? Ich gebe mein Bestes. Es ist nicht immer einfach, aber alles in allem bin ich zufrieden. Es freut mich, das zu hören. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich Fenrir von Zeit zu Zeit mit Tränken versorgt habe. Wenn ihr möchtet, wäre ich bereit, euch dieselbe Gefälligkeit zu erweisen. Alles, worum ich euch bitte, ist, dass ihr mich informiert, falls ihr interessante Reagenzien finden solltet. Im Gegenzug wende ich mich für euch an meine Kontakte. Und natürlich benötigt ihr auch die entsprechenden Rezepturen, so wie diese hier. Ich schenke sie euch um der alten Zeiten willen. Okay. Rezeptur Elfenwurzeltrank. Und da können wir Tränke bestellen. So, da ist es dann wieder so, man braucht hier 9 von. Also man kann 9 Elfenwurzel, 6 Spindelkraut, 6 Embryomen und einen Ambrosia finden. Und wie gesagt, für den Trank, den man jetzt herstellen möchte. Der Gesundheitsregeneration 80%, Verletzung minus 1. Das ist halt der, damit man die Krankheit oder beziehungsweise zum Beispiel Knochenbruch heilen kann, braucht man eine Elfenwurzel, die wir momentan noch nicht haben, weil wir müssen die finden. Aber finde ich eigentlich nicht schlecht gemacht. Elfischer Winzer, wer bist du denn? Kann es sein, dass ihr das hier irgendwo verloren habt? Maseranas, eine solche Freundlichkeit ist selten. Oh. Also, wir haben irgendwas abgegeben gerade. 50 Silber bekommen und 250 Erfahrungspunkte. Na, das hat sich aber gelohnt, würde ich sagen. Das hat sich aber gelohnt. Da ist ein Fass. Handschuhe. Hey, die sind ein bisschen besser. Haben 3 Feuerschaden mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir mit Feuerschaden oder mit Dings angreifen, aber warte mal, das können wir doch sehen. Kälte greifen wir an. Naja, egal. Vielleicht greifen wir irgendwann nochmal mit Feuer an. Nun denn. Oh, wer ist denn hier?
ein Waffenschmied. Ihr seht aus, als würdet ihr euch mit Waffen auskennen. Ihr solltet etwas kaufen. Alles klar, Stand des Waffenschmiedes. Was habt ihr denn so? Nichts Besonderes. Händler. Unsere Preise sind nicht zu schlagen. Das schwöre ich bei Andraste. Wunderwelt des Schmucks. Okay. Oh, hier haben wir vielleicht einen besseren Stab. Aber wir kaufen nichts. Wir können sicherlich gleich zu unserer Truhe mal hingehen. Da mal gucken, ob wir da irgendeine Belohnung kriegen oder so. Oh, da gibt es schon schöne Sachen. Rune der Feuerabwehr. Eine Rune, Rüstungsrune, die Feuerresistenz erhöht. Gar nicht mal so schlecht. Cool. Neuer Oberflächler. Ich habe hier etwas, das euch gehört, Sarah. Darüber seid ihr gestolpert? Das überrascht mich nicht. Diese verdammten Narren. Ach, das war mit dem C des Paragon, ne? Was abgeschlagen wurde, was wir gelesen hatten. Genau. Cool. Und so kriegen wir langsam aber stetig Gold. Wir haben jetzt schon ein Sovereign eigentlich, ne? Ja. Durch dafür, dass wir die Quest gemacht haben und immer 250 Erfahrungspunkte bekommen haben. Schneider. Wer so wohlhabend ist, braucht doch bestimmt neue Stiefel, oder? Ah, ich weiß nicht. Lass mal gucken, was du so hast. Rucksack. Rucksack wäre jetzt gar nicht mal so schlecht eigentlich. Was haben wir da? Beschrifteter Lederharnisch. Fügt ein Runenfeld hinzu bei Varric. Wie ist denn das gemeint? Warte mal. Ah, das wahrscheinlich, ne? Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass die Sachen dann stärker werden, wenn wir denen das kaufen. Wie viel kostet das nochmal? 1 Sovereign 82. Okay, das müssen wir uns auf jeden Fall im Kopf behalten, dass wir das da kriegen. Und ordentlich looten und verkaufen, dass wir uns die Sachen schnellstmöglich holen. Wo kommen wir denn da hin? Lirennes Fereldische Importwaren. Gucken wir mal nach. Würden bitte alle etwas zurücktreten? Meine Mutter liegt in den Wehen. Das Kind kommt zu früh. Kann ihr jemand helfen? Ich sage dem Heiler Bescheid, aber... Mein Sohn ist schwer verletzt. Er ist in der verdammten Knochengrube unter einen Karren geraten. Alle der Reihe nach. Ich verspreche, dass wir Spenden bekommen werden. Und dann gibt es Lebensmittel und Arznei für euch alle. Okay. Ich guck mal kurz hier rein, bevor ich mit denen spreche. Kiste. Nice, Lyriumtrank. So, wen haben wir denn hier? Lirena. Wenn ihr Hilfe braucht, hinterlasst euren Namen bei meinem Mädchen. Wir helfen hier jedem. Niemand ist ohne Nöte aus Ferelden hierher gekommen. Aber ich kann niemanden bevorzugen, der bereits Arbeit und Unterkunft gefunden hat. Kann ich denn irgendwie helfen? Kann ich diese Leute irgendwie unterstützen? Wenn ihr ein paar Münzen übrig habt, lehnen wir es nicht ab. Werft eure Spende in das Kästchen da vorne. Noch etwas? Ich will nur eure Waren sehen. Seht euch um. Wir haben nur selten Kunden, die tatsächlich über Geld verfügen. Okay. Rune des Frostes. Nun ja. So, das waren die Waren, genau. Da brauchen wir nicht hin. Was können wir denn da spenden? Ich speichere mal vorsichtshalber lieber. Ein Sovereign. Na, da können wir wahrscheinlich später noch mehr spenden. Wir gehen erstmal. Ich weiß nicht, wie oft wir das machen können. Nun ja. Vielleicht gibt das da ja nämlich irgendwas Besonderes. Irgendeine Belohnung oder irgendwelche Erfahrungspunkte oder so. Und ich kann mir wieder vorstellen, dass wir wieder wie im ersten Teil später mehr als genug Geld haben werden. Und es dann ein leichtes für uns wird, da was zu spenden. Das ist mein Lieblingsplatz in ganz Kirkwall. Die Tavernen in der Oberstadt befinden sich alle im Besitz der Händlergilde. Okay, also ist der gehängte Mann genau dein Ding, Varric, oder wie? Ich kann es mir schon vorstellen bei Varric, ne? Sieht auch echt cool aus mit dem gehängten Typen da. Eine Fereldenerin in der Wache? Was fällt denen wohl noch alles ein? Habt ihr ein Problem damit? Ich? Meine Familie stammt auch nicht von hier. Es überrascht mich lediglich. Die Wache ist voller alter Vorurteile. Ich werde Ihnen allen Grund geben, Ihre Meinung zu ändern. Vielleicht haben Sie auch einfach nur eine Heidenangst vor euch. Das ist zumindest meine Theorie. Aha, okay.
Verzieht euch! Ja, ich mach doch nichts. Ich möchte mich hier nur ein bisschen umgucken. Niemand befolgt mir das Gesetz. Altes Elendsviertel. Hier war noch eine Kiste. Oh, da ist nichts weiter. Da oben was ist, weiß ich nicht. Das sehen wir von hier unten nicht gerade. Nein, ist es nicht. So, und wo kommen wir hier hin? Unser prächtiges Zuhause. Ich schwöre, Gemlin hat es mit Bier und Scheiße gestrichen. Alter Kava. Gemlins Haus. Alles klar. Dann gehen wir da mal rein. Schwer zu glauben, dass sie mir nichts hinterlassen haben. Nun, Mutter war außer sich, als du mit deinem Fereldischen Abtrünnigen durchgebrannt bist. Ich bin immer noch ihre Tochter, ihre Älteste. So, wir haben hier einen Schreibtisch, ein Lager. Hier können wir Tränke und Runen herstellen. Hier ist unser Hund. Da ist Gamblin, Mutter Kava. Was haben wir da hinten? Untersuchen. Ich glaube, derselbe Käse war schon vor einem Jahr hier. Eklig. Eine Nachricht für Gamblin. Untersuchen. Ich kann nicht zulassen, dass Mutter in diesem Loch leben muss. Wir müssen hier raus. Ja, das stimmt. Offenbar versucht der Hund, sich aus dieser Hütte herauszugraben. Das kann ich ihm nicht verübeln. Ja, und guckt euch mal die Betten an. Das ist ja total unbequem, ey. Aber ich glaube, früher war das so, ne? Dass die nicht viel hatten. Besonders jetzt wie wir. So, was haben wir da? Untersuchen. Die Scheuerbürste wurde noch nie benutzt. Ha. Was haben wir in diesem Raum wohl? Sonderlief, Alter, was wir hier alles haben, ne? Das ist alles übrigens durch die DLCs so, ne? Andenken an das Vermächtnis und Andenken an das Zeichen der Assassinen. Das ist beides ein großes DLC, was wir dann auch noch machen werden. Aber nicht jetzt. Erst bei Zeiten. So, ich möchte mal gerne mal gucken, was wir hier kriegen alles. Wir haben da Sonderlieferungen, ohne dasgleichen. Haydens Rasiermesser, nichts. Schuhe, der Löwe von Orlais. Warte mal, der Löwe von Orlais bringt plus 2% EP-Gewinn. Alter, wir haben hier richtig gute Sachen. Und vor allem voll viel. Wir haben auch viele Bücher. Wir nehmen erstmal alles mit. Alter. Und erhalten 5 Zauberrennen. Das macht den Anfang natürlich zu einfach, wie ich finde. Aber es ist halt nun mal DLC und es gehört nun mal dazu. Und wenn es wirklich zu einfach bleibt, können wir immer noch die Schwierigkeitsstufe höher stellen. Also keine Sorge. Aber das wird jetzt hier durchrushen eh. Dann werden wir mal gucken, was wir alles jetzt schon eingesammelt haben von einer Truhe. Ich hatte auch gesehen hier einen schönen Stab, ne? Der ist wesentlich besser. Und sieht auch ganz cool aus, würde ich sagen. Blutdrachenrüstung kann ich momentan vergessen, weil Sir Isaacs Rüstung. Weil Sir Isaac ist übrigens aus Dead Space, glaube ich. Dead Space 2 habe ich die bekommen. Die Blutdrachenhelm und so, das ist, glaube ich, auch alles aus. Genauso, ja. Sir Isaacs Helm, das ist auch aus Dead Space. Space Blutdrachenrüstung war, glaube ich, aus Dragon Age 1. Die hat man dann auch in Dragon Age 2 bekommen. Also, es ist gar nicht so schlecht. Guck mal, da haben wir neue Stiefel. Bessere. Das andere alles ist für Schurken und so. Das Komische oder das Blöde ist, ich habe keine Schurken. Warte mal. Kann ich so nicht verteilen, oder? Inventar. Ich kann hier die Charaktere nicht durchgehen gerade. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen da auf jeden Fall aussortieren, ne? Erstmal gucken, was wir hier haben. 10 Gesundheit, 1 Rüstung.
23 Angriff, 10 Feuerschaden, 10 Kälteschaden. Das klingt doch schon gar nicht mal so schlecht. Den nehme ich erstmal an. Was hatte ich da vorher an? Feuerschaden, naja, okay. -2 Mana Ausdauer Regeneration und -7% Erzeugung von Bedrohung. Das klingt doch schon noch besser eigentlich. Dieser Angriff, ne? Wofür ist der denn? Wir müssen uns jetzt sowieso ein bisschen... Sehe ich hier gerade gar nicht, ne? Nö. Wir müssen sowieso jetzt hier ein bisschen gucken, denn... Wir haben ja einiges bekommen und da müssen wir dann auch genau auswählen, was wir nehmen. Hawks Familienwappen. 9 Verteidigung, 1 Rüstung, immun gegen Zurückwerfen. Okay. Die Frage ist, was ziehen wir hier unserem Magier jetzt an? Am besten wäre das hier, oder? Das ist, sieht aber auch mehr nach so einem Tank-Sachen aus. Gegner hinterlassen bessere Ausrüstung. Das klingt doch auch nicht schlecht. Ich muss, glaube ich, damit gleich selber ein bisschen durchgucken. Weil ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit die ganzen Folgen damit füllen, wisst ihr. Und auch es wird ja auch einiges verkauft, weil die Gefährten können sowieso nichts an Rüstungssachen anziehen. Die haben ihre eigene Rüstung, die können nur andere Waffen tragen. Da kann ich dann nochmal gucken, ob die dann noch was gebrauchen können davon. Ansonsten passiert da auch nicht viel. Warte mal, ich gehe jetzt hier mal raus, schnapp mir die Helden wieder. Weil ich weiß nicht, wie ich die sonst ausrüsten kann. Ach ja, das wird ein bisschen Zeit fressen. Aber das können wir ruhig in der nächsten Folge mal machen. Ich denke mal, da geht auch für eine ganze Folge ruhig drauf. So, jetzt können wir mal gucken. Ihr habt alle auch mitgelevelt, das ist okay. Dann möchte ich gucken. Kava, was hast du denn? Du hast da Hades Ramsim Rasiermesser. Das ist ein großes Zweihandschwert. Alter, okay. Also es macht auf jeden Fall mehr Schaden. Das ist schon mal gut. So, Evelyn, du kriegst den Nichtsschwur. Der ist auch besser als den du hast. Wie sieht denn dein Schwert aus? Warte mal. Ah, ich kann ihr das Schild nicht wegnehmen. So, Nichtsschwur. Okay. Naja, geht. So, Varric kriegt nichts, weil der kann ja auch nichts anziehen. Und ihr seht hier, das ist nur für Hawk begrenzt. Das heißt, die Sachen können wir dann verkaufen. Die bringen, glaube ich, auch nur 0, also nur ein Kupfer, aber brauchen wir eh nicht dann mehr. Deswegen suchen wir uns jetzt das Wichtigste raus und das andere wird verkauft. Da haben wir nichts mehr, da haben wir auch nichts mehr für mich. Der Löwe von Orlais, warum kann Evelyn den nicht anziehen? Du brauchst noch 20 Stärke, okay. Da muss ich dann auch drauf aufpassen, dass ich das noch nicht verkaufe. Naja. Dann möchte ich gerne mal gucken. Nochmal, und zwar... Amulett habe ich. 10 Feuerschaden, 10 Kälteschaden, ist gar nicht mal so verkehrt. Vor allen Dingen auch 23 Angriff, dass wir auch mehr Schaden, glaube ich, machen. Das heißt, wir gehen in die Ringe über, und da würde ich gerne... ja... Da bin ich momentan noch nicht so angesprochen von den Ringen her. Ich nehme erstmal hier Willenskraft und Gesundheit einmal an. Das können wir ja später umändern. Und ich würde sagen, Bonus auf Schlösser knacken kriegt auf jeden Fall Varric. So. Ich würde sagen, das tiefe Grün nehmen wir erstmal an, weil wir werden da später sicherlich bessere Sachen finden. Jetzt haben wir noch einen Gürtel, den wir anziehen können. Da würde ich sagen, dass wir das da nehmen erstmal. Das Intel lässt nämlich bessere Ausrüstung. Es war totaler Bullshit, aber für den Anfang sollte das reichen. So, du gehst auf Gesundheit und Rüstung. Ah ne, das ist Evelyn. Evelyn geht nämlich auf Tank.
Evelyn ist ja unsere Tanky. Plus 7 körperlichen Schaden, 100 Kälte, Gegner hinterlassen besser. Das wäre vielleicht für Carver was. Körperlicher Schaden ist immer gut. Mana, Ausdauer, Dings, Erzeugung von Bedrohung. Das kannst du mal annehmen, Varric. Ist gar nicht mal so verkehrt. Dann haben wir hier noch Ringe mit 18 Angriff und Körperschaden. Kriegst du mal an. Verteidigung und Rüstung. Kriegst du an. Genauso wie, ne, Klugheit kriegt Varric an. So, dann kriegt jeder noch ein, hier, ein Gürtel und dann war's das erstmal. Was kriegst du denn? Ja, warte mal. Konstitution und Gesundheit geht für auf jeden Fall für Evelyn. Die hat dann auch mehr Resistenz. Ansonsten, du gehst auf kritische Treffer, Chance, Schaden und immun gegen Flankangriffe. Das klingt gut. Und du gehst auf Angriffe und Verteidigung. So, was wir jetzt alles demnächst noch finden, das werden wir dann in den Kisten sehen. Das war's jetzt erstmal für diese Folge. Wie gesagt, wir werden dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen gucken. Hat eine Nachricht für euch gebracht. Ja, werde ich später mal, weil ihr, guck mal. Vorher hat er sie natürlich geschüttelt, um zu sehen, ob Münzen drin sind. Ich hatte Sorge, sie könnten herausfallen. Na. Das macht man aber nicht, Kollege. Ja, ihr seht, hier gibt es noch 2 Truhen, 4 Truhen, 6 Truhen und ein Buch. Also da wird dann einiges noch kommen in den nächsten Folgen. Ich werde jetzt noch die Anzeigen hier durchrattern lassen und dann werde ich die Folge beenden. Oh, das ist schon. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss.